New Spirit, das Forum der neuen Zeit. Bevor wir den Luftballon freilassen oder eben in Luft auflösen, muss ich ein bisschen was zu mir erzählen, damit es von der Logik her, was ich eigentlich bin und was ich eigentlich mache. Also auf der einen Seite bin ich seit 30 Jahren Unternehmer, immer im Vertrieb und Marketing tätig und unterstütze Firmen damit, wenn sie ihre Produkte verkaufen wollen. Also das geht mit der Beratung los. Ich habe ein Callcenter, ich mache Telefonmarketing, ich mache Online-Marketing, ich bin sowohl Online- als auch Offline-Marketing ganz gut aufgestellt, auch seit 30 Jahren. Und das ist also die, habe und hatte mehrere Firmen und habe all das gemacht, was man halt so macht als Unternehmer. Das ist die Business-Seite, also ich kann die Business-Seite voll bedienen. Auf der anderen Seite bin ich ein Medium, ich bin also aurasichtig. Und die Aura ist das Energiefeld, das uns Menschen umgibt. Und in dieser Aura, da ist so die Organsprache enthalten. Also da sieht man so, welche Organe sind ein bisschen schwach oder energetisch schwach oder nicht so gut drauf oder vielleicht sogar krank. So. Also sowas kann ich da sehen. Ich kann sehen, ob irgendwelche Blockaden in der Aura zu sehen sind, irgendwelche Muster, irgendwelche Ängste. Also all das, was uns vom Unterbewusstsein eben auszeichnet, das kann man in der Aura sehen und das kann ich dann auch auswerten. Und ich verrate es schon vorab, alle, die hier zuhören, lade ich ein zu einem kostenlosen Aura-Reading. Aber dazu kommen wir nachher nochmal. Also das heißt, ihr könnt mir ein Foto schicken, ich bin mal so nett und sag mal ihr, ja, ihr könnt mir ein Foto schicken, da kann ich dann drauf gucken. Das Foto kann auch Jahre alt sein und dennoch ist die tagesgenaue aktuelle Aura zu sehen und die verändert sich unter Umständen auch schon, während wir miteinander sprechen. Also das Bild ist sozusagen der Platzhalter und eure Aura legt sich da drüber und dann kann ich das eben sehen. So. Und das heißt, da ich nun mal die Aura sehen kann und eben auch das Charisma sehen kann, liegt es auf der Hand, dass ich eben mich mit dem Thema Charisma beschäftige. Und darüber schreibe ich Bücher und darüber gebe ich Seminare und ich bin auch Heiler und kann die Aura auch heilen und das Charisma auch heilen. Dazu später nochmal ein bisschen was mehr, da kommen wir dann nochmal zu dem Luftballon, was damit gemeint ist. Und wie gesagt, da ich das nochmal sehen kann, was übrigens ziemlich cool ist, weil man im Gespräch mit jemandem nicht nur die Worte hört, sondern auch sehen kann, was eben so sich hinter den Worten verbirgt, ist es sehr angenehm. Und wer von euch weiß denn, was Charisma ist? Ja, wir zwei schon mal, die anderen kann ich leider nicht sehen. Gut, dann erlaube ich es mir trotzdem mal mit meinen Worten zu erklären. Also stellt euch mal vor, ihr sitzt in einem Raum, vielleicht eine Gastwirtschaft, vielleicht ein Seminar oder sonst irgendwas. Und nun betritt eine Person diesen Raum und diese Person ist euch spontan unsympathisch. Warum auch immer, der hat noch nicht einen Ton gesagt, der hat noch nicht ein Wort gesagt, aber diese Person ist euch unsympathisch. Vielleicht sogar bei Frauen vor allen Dingen. Frauen bekommen dann schon mal auch direkt eine Gänsehaut, weil sie sagen, von der Person geht vielleicht eine Gefahr aus. Und das ist das beste Beispiel für ein mieses Charisma oder für ein negatives Charisma oder für eine negative Ausstrahlung. Denn die Frequenz, die Schwingung dieser Person ist so niedrig, dass sie von unserem Unterbewusstsein evolutionsbedingt als Bedrohung und Gefahr wahrgenommen wird. Also solche dunkle Aura-Erscheinungsbilder haben zum Beispiel kranke Menschen, von denen vielleicht eine Ansteckungsgefahr ausgehen kann, oder eben kriegerische Menschen haben solche dunklen Schwingungsfelder, wovon auch eine Bedrohung ausgehen kann. Also diese niedrige Schwingung erzeugt einen Selbstschutzmechanismus, einen evolutionsbedingten Selbstschutz, was wir als negatives Energiefeld, als negative Aura, als negatives Charisma wahrnehmen. Umgekehrt ist es mit einem Menschen, der hier reinkommt
Und der ist euch spontan sympathisch. Der ist liebevoll, der ist nett, der strahlt was aus. Der strahlt Liebe, Freundlichkeit und Vertrauen aus. Der ist vielleicht wegen seiner Ausstrahlung auch noch attraktiv und sexy und glaubwürdig. Da sagt unser Unterbewusstsein, unser Evolutionsbewusstsein, von der Person geht keine Gefahr aus. Das ist eine liebenswürdige Person. Da geht es vielleicht sogar Hilfe und Rettung aus. Und deswegen nehmen wir diese Person als positiv mit einem positiven Charisma an oder auf. So. Das heißt, wie die meisten Dinge, die wir so haben, ist vieles evolutionsbedingt. Das eine heißt Achtung, Gefahr. Das andere heißt liebevoll, hilft mir vielleicht sogar und rettet mich oder also positiv besetzt. So. Und von der Person, die jetzt positiv besetzt ist, also Charisma wird auch gleichgesetzt mit Attraktivität, mit Sexappeal, mit Glaubwürdigkeit, mit liebevoller Ausstrahlung, mit Vertrauenswürdigkeit. Und wenn ihr was verkaufen wollt, also wenn ihr Verkäufer seid, setzt man euch mit dieser Ausstrahlung eben positiv in die Richtung vertrauenswürdig und die Person wird mich wohl nicht über den Tisch ziehen. Positives Charisma ist gut für Verkäufer, weil es eben Vertrauen rüberweckt. Wie gesagt, evolutionsbedingt Schutzmechanismus, negatives Charisma, von der kaufe ich keine zweite Waschmaschine. Positives Charisma, da kaufe ich dann auch mal was ich vielleicht, ja, was ich halt gebrauchen kann und weil halt die Person eben liebenswürdig ist. So. Nun leben wir in einer Welt, wo Gott sei Dank nicht sofort, weil einer einen Raum betritt, der negativ ausstrahlt, sofort irgendwie mein Leib und Leben bedroht. Aber immerhin kann man sagen, dass diese Ausstrahlung, die in die und die Richtung geht, ist einfach evolutionsbedingt vorhanden und ist das, was wir so komplett wahrnehmen. Die Ausstrahlung selbst und was wir da wahrnehmen, ist einfach nur Energie. Also die Charisma ist im Prinzip ein Energiefeld, eine Energiewolke, die wir wahrnehmen. Und ist diese Wolke groß und hell und leuchtend, dann nehmen wir die als positives Charisma, als Charisma aus. Ist sie klein und mickrig und dunkel, geht von der Person die Bedrohung aus. Kranke Menschen zum Beispiel haben wenig Energie, deswegen ist die Aura eher klein, eng anliegend und dunkel. Lebensbejahende, freundliche Menschen voller Energie und Power haben in der Regel eine viel Energie und das merkt man an der Ausstrahlung, an dem Sichtfeld. Also kann man sagen, die charismatische Ausstrahlung, Charisma, ist nichts anderes wie Energie. Je mehr Energie, desto mehr Charisma. Und Energie, also bei Wikipedia zum Beispiel, wird Charisma oftmals auch mit dem von Gott gegeben kommuniziert oder das hat man oder hat man nicht. Und ich sage, das stimmt nur zum geringen Teil. Also Charisma kann man lernen, kann man sich erarbeiten, aber es ist schon so, ohne den spirituellen Zugang kriegst du kein richtiges Charisma. Ja, das muss man wissen. So. Nun kann man sagen, okay, je höher unsere Zellen schwingen, das geht nämlich hier um die Zellschwingung, desto höher die Zellen schwingen, desto höher ist unsere Ausstrahlung. Je höher die Ausstrahlung ist, desto mehr ist unser Charisma. Und je mehr diese Zellen schwingen und desto mehr Charisma da ist, desto höher ist die Selbstheilungskraft des Körpers. Ja? Und die Wünsche ans Universum klappen auch besser. Denn, das wissen wir mittlerweile, das ist durch die Quantenphysik sogar mittlerweile Massenbewusstsein, je mehr Energie du hast, deine Wünsche und deine Energie, also nicht der Gedanke macht die Materie oder nur ganz gering, sondern die Energie macht die Materie. Also deine Emotion, deine Liebe, deine Power, dein Gefühl, so wie wenn du frisch verliebt bist. Du bist frisch verliebt und du hast das Gefühl, eine ganze Wolke voller Energie geht von dir aus.
Und diese Wolke erzeugt Materie und schafft Materie. Und da muss ich sagen, Leute, passt auf. Wir leben in einer ziemlich coolen Zeit. Passt auf, was ihr euch wünscht. Es könnte Realität werden. Ja? So. Und jetzt fragt ihr euch, was ist jetzt mit dem Luftballon? Das ist relativ einfach. Also, was wir so tun und was wir nicht tun und was wir lassen, wird maßgeblich durch unser Unterbewusstsein bestimmt. Man misst das heute sogar und sagt, okay, 200 Millisekunden, bevor euer Bewusstsein was entscheidet, hat das Unterbewusstsein längst die Entscheidung getroffen. Das misst man. Man misst ja heute alles Mögliche. Man weiß es, vor allen Dingen beim Automobilkauf. Warum wird wie, wann und wo eine Entscheidung für ein Automobil getroffen? Und das misst man, das sind 200 Millisekunden, bevor der Verstand sagt, das nehme ich, oder bevor es die Frau sagt, sagt das Unterbewusstsein, nehme ich oder nehme ich nicht. Und das Unterbewusstsein, jetzt strapaziere ich mal dieses Beispiel mit dem Eisberg. Ja, das kennen wir vielleicht. Da haben wir den Eisberg, da haben wir unten drunter dieses ganz, ganz, ganz viel Eis unter dem Wasseroberfläche, nämlich 80% vielleicht. Und dann haben wir oben drüber, haben wir auch was, also was unter der Wasseroberfläche ist, das ist so das, was man so als Unterbewusstsein anbetrifft. Und im Unterbewusstsein sind so Sachen drin wie der Luftballon. Der Luftballon steht dafür, dass uns unsere Mama immer gesagt hat, wir sind ein kleines, dummes, dickes Kind. Und das hat die Mama so oft gesagt, bis wir das glauben, beziehungsweise bis dieses kleine, dumme, dicke Kind so verankert ist in unserem Unterbewusstsein, dass wir einen Minderwertigkeitskomplex bekommen haben, weil wir eben ein kleines, dummes, dickes Kind sind. Und das tun wir jetzt mal stellvertretend für den Luftballon nehmen. Da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Also, nun haben wir nicht nur einen Luftballon im Eisfeld unter Wasser, sondern ganz, ganz viele. Also da ist das kleine, dumme, dicke Kind, da sind dann auch die Komplexe der Eltern und der Großeltern, irgendwelche Kriegserlebnisse von den Eltern, Großeltern, Ängste, Profilneurosen oder alles andere, was uns Menschen eben so ausmacht. Das ist alles da unten drin. Und dieser Eisberg ist in einer Meeresströmung. Ja? Das heißt, dieses ganze Ding da unten ist in einer Strömung von Norden nach Süden. Das bedeutet, alles, was da unten drin ist, sorgen dafür, dass der Kurs von Nord nach Süd geht. Und jetzt sagt mein Bewusstsein, das ist oberhalb der Wasseroberfläche, Mensch, ich will aber was anderes machen und diesen Scheiß mit dem Luftballon, den verdränge ich jetzt mal. Ich bin nämlich kein kleines, dummes, dickes Ding, sondern ich bin der Superhero und was weiß ich. Symbolisch ist das, geht das jetzt folgendermaßen. Man nimmt einen Schlepper, hängt den an den Eisberg dran und der Schlepper fährt los und zieht den ganzen Eisberg aus der Fahrrinne raus, ja, weil ich mir jetzt einrede, nein, ich bin kein kleines, dummes, dickes Ding. Das ist das Bewusstsein, das übertüncht es und fährt den Eisberg aus dem Fahrwasser raus. Und solange der Schlepper auch genügend Kraftstoff hat, funktioniert das auch. Und wenn der Kraftstoff weg ist oder aus ist oder leer ist, dann fällt es wieder zurück in das alte Fahrwasser. Das bedeutet, du kannst dir das jahrelang einreden, dass du schön und attraktiv und irgendwas bist, kannst gegen dein Unterbewusstsein ankämpfen. Aber irgendwann kommt es wieder hoch, wenn der Kraftstoff vom Eisberg weg ist, und dann hast du dieses Problem wieder. Und je mehr Luftballons in unserem Unterbewusstsein oder eben auch Zellbewusstsein vorhanden sind, desto geringer ist unsere Zellschwingung und desto geringer ist unsere Energie. Oder andersrum gesagt, je mehr diese Sachen weg sind, desto höher ist unsere Schwingung. Und je höher die Schwingung ist, desto höher ist die Ausstrahlung, Charisma, Selbstheilungskräfte. Und die Wünsche ans Universum klappen auch besser. Ja? Und, ganz, ganz wichtig, die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt zu, die Leistungsfähigkeit nimmt zu und noch so ein paar andere Dinge nehmen auch noch zu. Das gehört alles in eine Kette. So. Und solange der Luftballon da drin ist, behindert uns das. Nun ist das mit dem kleinen, dummen Ding eins vielleicht, aber das kann ja auch eine Höhenangst sein oder irgendwas anderes. Und
du kannst dir einreden, dass du das nicht hast, den Luftballon, aber irgendwann mal holst du dich wieder ein und dann hast du es wieder da und dann ist der Luftballon eben wieder da. Wir haben das zurzeit, erleben wir das an der Ostsee und an der Nordsee. Da hat man nämlich diesen Luftballon im Meer versenkt, ganz tief. Nun war das kein Luftballon mit dem kleinen dummen Ding, sondern damals alte Kriegsmunition. Man hat aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg hat man die Kriegsmunition in der Nord- und Ostsee versenkt und wundert sich, dass jetzt nach weniger als 100 Jahren oder 70 Jahren das Zeugs wieder hochkommt. Ja, die Luftballons oder in dem Fall ist es eben die Kriegsmunition kommt jetzt wieder hoch und ist jetzt noch problematischer als damals oder ähnlich problematisch als damals, weil sie wurde nur zugedeckt oder übertüncht und kommt irgendwann wieder hoch und dann hast du den ganzen Scheiß wieder auf dem Tisch. Und ähnlich ist es mit den Dingen in unserem Unterbewusstsein. Wenn das Zeug nicht weg ist, kommt es irgendwann mal wieder hoch. Und erst dann, wenn das alles weg ist, dann kommst du in deine Kraft und kannst auch wirklich dann dir mit einem White Paper selbst entscheiden, wo du dein Eisberg hinbewegen möchtest. Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich dieses Ding hier weg? Und dazu, ich bin ja auch spiritueller Lehrer und spiritueller Meister. Dafür verwenden wir Cell Clearing. Und ich bin der Meinung, dass Cell Clearing ein Geschenk des Universums ist, weil es ist was Nonverbales. Da wird nicht dabei geredet, sondern das ist eine Mischung aus Atem, energetischer Atemarbeit und geistiger Heilung. Also mein Kunde, mein Klient kommt zu mir, legt sich schön bequem auf die Couch, atmet 20 Minuten energetisch durch den Mund. In den 20 Minuten entfernen wir irgendwas aus seinem Zellbewusstsein und dann ist das weg und kommt auch nie wieder und die Person fühlt sich hinterher einfach nur wahnsinnig befreit. Also wenn jetzt in diesem Fall in dieser Sitzung das kleine, dumme, dicke Ding dran war, ja, dann ist es weg. So gut. Platzen lassen oder fliegen lassen? Wie hättest du es gerne? Fliegen? Ich glaube, fliegen lassen. Also gut. Also wenn wir in dieser Sitzung dieses Thema dran hatten, das ist wie ein Zwiebelschalensystem. Ja, das heißt, es ist immer was anderes dran. Und dann kann der Luftballon auch gehen und kommt auch nie wieder. Ja, und so verschwinden so nacheinander alle Luftballons. Das dauert ungefähr ein halbes Jahr. Das sind pro Monat zwei Sitzungen. Ja, und dann, schneller darf es nicht sein, weil du musst dich erst dran gewöhnen an die Freiheit, die du dann hast. Und dann sind die Dinge alle weg und du bist White Paper. Also kannst dann selbst entscheiden. Also diese ganzen alten Blockaden sind alle weg. Und je mehr von den Sachen weg sind, je mehr Luftballons weg sind, desto höher ist dein spiritueller Zugang. Also nicht nur, dass die Zellen gereinigt werden, die Schwingung erhöht sich und mit erhöhter Schwingung kriegst du auch einen spirituellen Zugang. Und das ist ziemlich cool, weil dann wirst du auch hellsehend, hellwissend oder sowas in der Art kannst du werden, wenn du das machen möchtest. Und das ist eine richtig schöne Sache, weil also Aura sehen, das muss ich sagen, ich finde es ziemlich cool, das ist wirklich schön. Ja, so. Und wie gesagt, wenn die Dinge alle weg sind, dann kannst du dann selbst entscheiden, was du eben draus machst. Und das ist eben das Schöne an der Sache, weg ist weg, die Schwingung erhöht sich und jetzt kommen wir ja auch in den Bereich, wo wir, sagen wir mal, uns der fünften Dimension annähern. Ja, da kommt jetzt zum Beispiel im nächsten Monat auch mein neues Buch raus, das ist die Liebe in der fünften Dimension. Und da geht es darum, dass sich der Umgang komplett verändert. Also diese erhöhte Schwingung, die ermöglicht einen anderen Umgang. Also der Charismatiker an sich, er hat so eine Leuchtturmfunktion. Das heißt, wenn sich jemand mit dieser inneren Gelassenheit, mit dieser charismatischen Gelassenheit irgendwo aufhält, dann springt diese Schwingung, diese Energie auf andere Menschen über. Und befriedet diese Gegend auch. Und an einem Tisch, wo der Charismatiker ist oder wo mehrere Charismatiker sind, erhöht sich die Schwingung der Menschen automatisch. Und da haben wir alle was davon, weil Charismatiker achten auch mehr auf ihre,
auf ihr eigenes Leben, auf das Leben der Menschen in ihrem Umfeld, auf irgendwelche Mitarbeiter und selbstverständlich auch auf unsere Erde und auf unseren Planeten und auf unsere Umwelt. Aber mit Intelligenz und mit Transferintelligenz. Also es ist nicht so, dass da eine Regierung sagt, ihr müsst jetzt morgen alle auf einem Bein hopsen, weil was auch immer gerade daher fliegt. Nein, als Charismatiker bin ich auch so intelligent, dass ich mir überlege, was passiert hier eigentlich und was steckt eigentlich dahinter. Und mit der Anbindung ans Universum sowieso, weil ich habe es ganz vergessen zu erwähnen, also wenn in dieser Atmungsphase beim Zellclearing der Klient selbst empfindet es einfach nur als sehr, sehr angenehm. Als sehr, sehr angenehm und wird mit einem hohen Glücksgefühl belohnt. Ich bekomme in der Regel immer mit, was sich löst und was sich ablöst. Ja, und kann dann hinterher sagen, da ist dieses, da ist jenes, da war der Großvater war irgendwie bei den Nazis unterwegs und er hat sich so eine Erbschuld ausgegeben oder die Mutter war immer depressiv oder wollte dich abtreiben lassen oder was halt in so einem Leben halt alles so passiert. Ja? Und das kann ich also sehen und wahrnehmen und hinterher fragen mich meine Menschen, die das mitmachen, was da war. Und das berichte ich dann gerne. Es ist aber nicht notwendig. Es dient mehr dem Nice to Know. Ja? Ich muss dazu sagen, dass grundsätzlich immer auch frühere Leben damit reingenommen werden. Also wenn sich irgendwas löst, dann ist es in der Regel immer auch noch mit frühen Leben verbunden. Also dieses kleine, dumme, dicke Ding, ja, das ist wahrscheinlich, das ist wie so eine Perlenkette in früheren Leben ähnlich schon mal gewesen und wird dann mit einer solchen Sitzung einfach rausgezogen und entfernt. Das ist das Schöne an der Sache. Und das eben ohne, dass es wehtut und einfach nur angenehm ist und im Nachhinein ist auch der Zugang zur geistigen Welt auch einfacher und schöner. Also das Leben wandelt sich insgesamt. Ne? Und für die Businessmenschen, Charisma ist einfach auch gut fürs Geschäft, muss man mal so sagen. Okay, 26 Minuten. Ich könnte noch weiter erzählen, 2 Stunden. Wir können aber auch Fragen jetzt beantworten. Also was mir noch bei dem, als ich mich auf das Gespräch ein bisschen angestimmt habe, habe ich gelesen, dass die Behandlung mit Zellclearing, also danke übrigens noch für deine Ausführungen, dass man mit dieser Methode das ganze Trauma, das man damals erlebt hat, nicht wieder hochschwingen lässt. Ne? Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also kannst du vielleicht darüber noch was erzählen? Also alles, was da abgelöst wird, wird nicht wieder ins Bewusstsein gehoben. Ja, deswegen habe ich gesagt, das ist was für Männer, da wird nicht geredet. Also das wird, also was auch immer da war, vor allen Dingen auch, sagen wir mal, irgendwelche Missbrauchsdinge, die man auch nicht mehr ausdiskutieren möchte, werden direkt aus dem Unterbewusstsein abgeführt. Ich mache mal so ein Beispiel. Gerne. Meine Frau bei mir, von der wusste ich nur, wie sie heißt. Wir machen die Sitzung, wir lösen irgendein Thema und dann bekomme ich wie so einen Film in meinem Kopf eine Situation. Und die Story war im Prinzip die, ein Lehrer hat diese Frau im Alter von 7, 8 Jahren missbraucht. Und was da so war, das bekomme ich dann so als so Film in meinem Kopf. Sie selbst bekommt es nicht mit. Ja? Und dann entferne ich diese Energie, diese Missbrauchsenergie. Und die Frau hat danach definitiv ein anderes Verhältnis zu Männern und auch zu Sexualität. In der Regel fragen mich dann meine Klienten immer, was war denn? Und dann erzähle ich das halt. Und dann wird das wird mit über 90%iger Sicherheit so bestätigt. Die Daten, die sind so präzise. Es kann schon mal vorkommen, dass ich von der Energie nicht unterscheiden kann, ist es die Mutter oder die Großmutter? Mhm. Weil es ist dann nur die Energie der Mutter, aber in der Energie der Mutter kann auch die Großmutter gelebt haben. Also wenn die stellvertretend die Mutterposition inne hatte. So. Aber ansonsten, was ich da wahrnehme, das stimmt immer. Ja. Ja.
Dann oftmals gehen dann die Kunden zu ihren Großeltern und fragen mal nach, was sie denn so im Nazi-Regime alles getrieben haben. Also das kommt nicht selten vor, dass dann nachgefragt wird, hey, was hast du eigentlich gemacht im Zweiten Weltkrieg? Ja. Also es ist ja eigentlich völlig eine andere Herangehensweise als in der klassischen Psychologie, ne? Wo man ja genau auf diese Themen immer eingeht und immer sagt, ja, man muss das nochmal hochholen, man muss es auflösen. Und das finde ich einfach so spannend, dass man Zellclearing so machen kann, dass man wirklich nicht nochmal in diese furchtbaren Gefühle rein muss, die diese Traumen ausgelöst haben. Ja, dann hat man den Luftballon. Ja, ich hole ihn gerade nochmal. Okay. Also da haben wir den Luftballon, ja, das Missbrauchsthema oder was, ja, jahrzehntelang vergraben. Und ist es endlich zugeschüttet und jetzt kommt der Psychologe und will das wieder rausholen, ja? Mhm. Und dann weiß er nicht, wohin damit, ja? Also, wäre nicht meins, ist nicht meins. Auch Aufstellungsarbeit ist extrem gefährlich, wenn das wieder ins Bewusstsein gehoben wird, ja? Und dann hat man das ganz intensiv im Meer versenkt oder irgendwo und dann kommt es wieder hoch. Also, das Zellclearing löst es unter der Wasseroberfläche auf und ist weg. Es geht ja den Leuten dann manchmal auch wieder ganz, ganz, ganz schlecht, weil sie eben wieder genau in diese schlimmen Gefühle reinkommen. Ja, ne? Ja, genau. Und das ist halt da nicht der Fall. Sondern der Klassiker ist der, wenn wir sagen mal, wenn da jemand kommt mit so einem ganz normalen Leben, also der Klassiker halt, Vater, Mutter, irgendwelche Themen, die dann auf die Kinder übertragen worden sind. Also das ist so. Und dann irgendwelche Depressionen, Minderwertigkeitskomplexe, was halt alles so vorkommt in solche Leben, ja, und dann gehen die aus meiner Sitzung raus und sind, das fühlt sich so ein bisschen so an, stell dir vor, du hast eine Abschlussarbeit, eine Abschlussprüfung für die Uni oder für die Schule oder sonst irgendwas und dann liegt diese Arbeit schwer auf meinem Herzen, die Prüfung meine ich jetzt, ne, die Prüfung und dann hast du die Prüfung gemacht und ist auch noch gut gelaufen im besten Fall und dann fühlst du dich, so ist das völlig Gefühl. Erlöst, ne? Ja. So ist das Gefühl, wenn die da rausgehen, ja. Und das hält dann an, ja. Also das ist so, wirklich weg. Also dieses Gefühl hält 1 bis 2 Tage an. Mhm. Aber die Belastung ist grundsätzlich ganz weg. Okay. Ja. Also weil dieses ich gewöhne mich daran jetzt Freigefühl ist irgendwann mal läuft aus, aber dann ist es trotzdem weg. Ja. Ja. Und für immer. Also das kommt dann nicht mehr. Nein, das kommt noch nicht wieder. Auch nicht, wenn man in eine Situation kommt, die das Trauma triggert. Nein. Nicht. Okay. Aber die Erinnerung bleibt erhalten. Ja. Also sagen wir mal, du wurdest mal von einem Hund gebissen. Ja. Und der hat geknurrt und hat gebellt und hat gebissen und es hat wehgetan. So. Und dann hast du so eine Art Schockerlebnis gehabt mit dem Hund. Ja. Und jetzt machst du so eine Sitzung und löst dieses Erlebnis auf, ja, und das Schockerlebnis ist weg. Die Erinnerung bleibt aber erhalten. Das heißt, wenn mal wieder ein Hund kommt, dann weißt du, holla, Achtung, Hund, aber du zuckst nicht mehr zusammen und denkst, was war da? Mhm. Mhm. Ja, also mit der Höhenangst, also wenn du panische Höhenangst hattest, weil du irgendwann mal aus dem Fenster geworfen wurdest in einem früheren Leben. Das ist so der Klassiker. Ja? Dann ist die Höhenangst weg. Du kannst da wieder auf die Berge kraxeln, kannst Gondel fahren und kannst dies machen und kannst jenes machen. Aber du kannst nicht automatisch auf dem Drahtseil rumhüpfen. Ja, ja. Ja, also der normale Überlebensmechanismus bleibt erhalten. Ja. Aber dieses Drama, diese Schockenergie ist weg. Ist das wirklich, also hast du das aus Erfahrung jetzt gesagt, dass die Leute aus dem Fenster geworfen werden, dass das Höhentraumas auslöst? Ja, also früheren Leben. Ja. Ja. Also die Flugangst kommt oftmals von Abstürzen im Zweiten Weltkrieg. Okay. Und andere Höhenängste kommen oftmals aus sowas, dass man gewaltsam aus dem Fenster geworfen wurde. Also kein Absturz. Absturz nicht unbedingt. Das ist Unfall, das nicht. Oder weniger. Also Unfall ist weniger ein Problem als, also da muss ich vorher schon so ein Angstszenario
hochlaufen. Und mit dem Angstszenario stürzt du dann ab und dann ist das, kommt das dann zur Schockenergie. Mhm. Und das hatte ich oft genug, ja. Ja. Oder das Thema von Ratten zum Beispiel. Ratten oder irgendwelche Kriechtiere sind in der Regel immer Kerkererlebnisse. Mhm. Okay, spannend. Ja. Mhm. Ja. Das Thema Helfersyndrom. Ja, bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Der Klassiker ist das. Da ist ein Dorf, dieses Dorf wird von irgendwelchen Kriegern überfallen. Ganz früher war das immer so. Da hat ein Stamm das andere Dorf überfallen, dann wurden in der Regel alle Männer umgebracht, die Frauen wurden geschändet und teilweise umgebracht und die Kinder wurden mitgenommen. Also die Kinder wurden quasi als neue Stammesmitglieder mitgenommen. Und der Rest wurde bei den Frauen so lala, aber der Rest wurde im Großen und Ganzen umgebracht. So. Mhm. Und dann hat der kleine Wurm, der verliert alles, ist komplett geschockt und ist jetzt in einer neuen Umgebung. Ja. Und in dieser neuen Umgebung weiß er, dass wenn ich geliebt werde, überlebe ich. Ein Überlebensmuster. Ja. Also ist auch das sind immer Überlebensmuster. Das Überlebensmuster in dem Fall ist, helfe ich, also bin ich, dann überlebe ich. Bei Sex Problemen übrigens ähnlich. Also wenn jemand so sexsüchtig ist, also bin ich sexuell verfügbar, also bin ich. Ja. Ja. Und das sind in der Regel immer so Muster, dann werde ich geliebt und werde geschätzt und kann überleben. Das ist so der Klassiker. Okay. Ja. Danke. Wir haben noch eine Frage von Ulla. Wird das dann auch für die nachfolgenden Generationen gleich mitgelöst? Also das ist weg. Ich weiß es nicht. Ich vermute ja, weil weg ist weg. Ja. Aber sagen wir mal, wenn du schwanger bist, dann mit Sicherheit. Ja, also bist du schwanger und du bist den ganzen Scheiß los, dann bekommt dieses Kind diese alten Muster nicht mit. Hast du schon Kinder und du fängst an, dich zu entspannen und bist relaxed und der ganze Kram ist weg, dann wirkt sich das auch positiv auf die Kinder aus. Solche Sachen, die Generationen überspringen, sind in der Regel immer negativ belastete Schuldgefühle. Ja, also Generationengeschichten halt so. Und wenn das aufgelöst ist, gehe ich mal davon aus, dass das auch weg ist, aber das müsste ich vermuten, weiß ich nicht. Also bei den lebenden Angehörigen ja, wie das in der dritten Generation ist, ich vermute ja, aber das weiß ich nicht. Also ich denke ja. Mhm. Gibt es gerade sonst noch Fragen, die ihr da zu diesem Thema stellen möchtet? Dann seid doch bitte so nett und schreibt es in den Chat. Nein, keine Fragen. Ah doch. Die Michelle, wenn du mit deinem Charisma leuchtest, nehmen dich dunkle Menschen, Wesen in Anführungszeichen nicht auch als Gefahr wahr? Das ist eine ganz spannende Frage, denn es ist in der Tat so, sagen wir mal, wenn du normal schwingend bist, ja, also stellen wir uns mal vor, ein Zahlenbereich von -7 über 0 zu +7. Mhm. Ja. Und der Standarddeutsche ist bei -1. Das bedeutet, er funktioniert so halbwegs, bei den Schweizern weiß ich es nicht, aber ich vermute ähnlich, ja. Er funktioniert ähnlich und wenn nicht irgendwas Außergewöhnliches ist, haut er seinem Nachbarn nicht den Schädel ein. Ja. So -1. Dann kommen wir auf 0 und auf 1 und auf 2 und erst ab 2 findet Evolution statt. Und hochschwingende Menschen und Charismatiker sind ab 3 und 4 und so weiter. So. Wenn du anfängst, dich zu transformieren, dann bewegst du dich von dem -1-Bereich über 0, über 1, über 2 auf 3. Und in dieser Epoche schmeckst du den Dämonen lecker. Ja? Bist du auf 3, bist du so hoch,
da kommen die nicht mehr ran. Also in der Tat, in dieser Übergangsphase musst du besonders auf dich achten und besonders auf deine Reinigung achten, weil du in dieser Phase für die niedrig schwingenden, was auch immer, nennen wir es mal Dämonen oder Wesenheiten oder was auch immer, lecker schmeckst, beziehungsweise da können die von dir Energie absaugen. Energie absaugen, genau. Ja? Mhm. Und ab einer gewissen Höhe nicht mehr, da kommen die nicht mehr ran. Ja, also das habe ich ganz gut verfolgen können vor vielen Jahren, indem ich mich mal vorher gereinigt habe und dann zum Beispiel über Friedhöfe gelaufen bin und mich danach wieder gereinigt habe, wie die Verunreinigung im System war. Also hast du das wahrgenommen, ja. Ja, also da bist du wie so eine Art Staubwedel, der da alles einsammelt, was da so frei rumhängt, ja. Und das passiert ab drei nicht mehr. Da kommt keiner mehr ran. Schon ab drei? Ja, aber drei ist schon viel. Also das ist schon viel, ja. Also ich habe gedacht, erst ab der fünften Dimension kommen sie nicht mehr. Das ist nicht die Dimension. Ah, das ist die drei, die du vorher erklärt hast. Ja. Das ist nicht die Dimension, sondern das ist einfach eine Vorstellungsskala. Ja, genau. Also man weiß, dass man kann Verhaltensmuster ableiten, wenn ja jemand minus eins ist, dann verhält er sich in Stresssituationen so und so und ist er minus zwei, dann verhält er sich so und so und ist er plus eins, dann verhält er sich so und so und so kann man ableiten, wie die Person sich verhalten wird in diesen Lebenssituationen. So. Und drei ist schon ganz, ganz gut unterwegs und ab vier und fünf beginnt die Meisterschaft. Mhm. Ja, so. Und wenn du, also in der Übergangsphase, in der Transformationsphase, schmeckst du lecker, bist du gefährdet, musst du mehr auf dich achten und drüber hinaus bist du drüber und bist unantastbar. Ist deine Frage somit beantwortet, Michelle? Oder hast du noch eine Zusatzfrage? Die Ulla hat auch noch eine Frage gestellt. Ja, habe aber noch eine. Das heißt, täglich reinigen inklusive Aura. Bitte nochmal. Ja, hat sie geschrieben, die Michelle. Habe aber noch eine Frage. Das heißt, täglich reinigen inklusive Aura. Ja, mindestens einmal, ja. Ja. Also ich, wobei ich sagen muss, also die Reinigung und die Meditation ist eins. Ja. Und bei mir dauert das... morgens eine Minute und abends eine Minute. Okay. Ja, es sei denn, ich habe mal viel Zeit. Zum Beispiel, dann mache ich eine gesamte Organreinigung. Und das mache ich schon mal gerne, wenn ich halt einfach mal Zeit habe. Und die dauert dann auch mal eine halbe Stunde. Dann nehme ich jedes Organ in die Hand und reinige jedes einzelne Organ. Das ist eine ziemlich coole Geschichte, weil hinterher fühlst du dich gerade wie neu geboren. Aber das dauert dann schon mal 20 Minuten, eine halbe Stunde. Aber so die tägliche Reinigung sind bei mir jetzt wenige Minuten. Also nimmst du die Organe auch und streckst in die Quelle? Oder ja, so ähnlich. Ich nehme die in die Hand und habe ein Pendel. Geistig. Ja. Ja, und dann habe ich ein Pendel und reinige quasi jedes einzelne Organ und beschicke das mit ganz, ganz viel Energie. Das hat den Vorteil, dass ich selbst spüren kann und erfahren kann, ob irgendwelche Organe gerade nicht so gut drauf sind. Ja, also gerade bei Männern immer Prostata. Ja. Also gerade dann, wenn ich weiß, okay, wie lange brauche ich, um die Prostata zu reinigen, dann weiß ich, ob da alles okay ist oder nicht okay ist. Oder Herz oder Lunge oder sonst irgendwas. Mhm. Und daran kann ich immer ganz gut erkennen, wenn ein Organ länger dauert als normal, wenn es über einen längeren Zeitraum so ist, dann stimmt irgendwas nicht. Mhm. Ich habe in meiner Ausbildung gelernt, dass wir es in die Quelle, dass wir energetisch unsere Organe in die Quelle halten, senden. Ja, wie man sich das vorstellt. Genau dasselbe. Ich halte es halt nicht so, sondern ich halte es halt irgendwie so. Genau. Die, muss ich schnell gucken, jetzt kommen die Fragen zuhauf. Oben habe ich, löst sich das andersrum in den Ahnen auch. Also wir hatten die Generationen und jetzt ist die Frage, löst sich das dann andersrum in den Ahnen auch? Nach hinten. Nach hinten. Mhm. Also ich bin nicht der Ahnenexperte, muss ich dazu sagen. Also
Ich habe mich damit so noch nie beschäftigt, ob das für die Ahnen eine Rolle spielt. Ich weiß es nicht, ich denke ja, aber da muss ich passen, das ist nicht mein Thema. Ich kümmere mich um die Lebenden und halt alles, was mit dem Lebenden und den früheren Generationen zu tun hat, das ist mein Thema. Ich weiß es nicht, da müsste ich mal in mich gehen, hat mich bis dato nicht berührt, das Thema. Ich vermute mal ja, weil es unglaublich viel Energie ist und weil es mit unglaublich hohen Wesenheiten zu tun hat. Aber dieses Ahnenthema ist nicht mein Thema. Mhm. Ja. Aber ich denke ja, weil das sind die allerhöchsten Wesenheiten, mit denen ich da arbeite, vermutlich ja. Also ich hätte jetzt spontan auch gesagt, wenn man es da löst, löst es sich auch nach vorne und nach hinten. Also das hätte ich jetzt einfach so aus meinem Gefühl heraus so auch beantwortet. Vermutlich ja, aber wie gesagt, das war bisher nie mein Thema. Mhm. Ja. Dann die Anne fragt, was ist mit Anführungsschlusszeichen lecker schmecken gemeint? 3 Fragezeichen. Das heißt, die negative, also die Wesensheit kann bei dir andocken und kann Energie abziehen. Und wenn da nichts da ist, kannst du auch nichts abziehen. Also könnte man sagen, man schmeckt lecker, weil halt überhaupt was da ist. Also die Wesenheit sagt, okay, da ist eine Person, eine Persönlichkeit, wenn ich mich da anhänge, dann partizipiere ich davon, weil ich entweder Energie ziehen kann oder weil ich sagen kann, die nimmt mich mit oder macht sonst irgendwas. Ja. Und sie fragt dann nochmal, wie sieht die Aura von Geimpften aus? Sieht man da was anderes? Ja. Ja, also meistens im Solarplexus-Bereich. Also meistens betrifft die, also was ich bisher gesehen habe, sind es fast immer die Drüsen. Ja. Also es sei denn, es haut gleich ganz woanders rein, dann sieht man es da auch, ja. Aber auch, also was ich jetzt, wenn ich schon mal hingucke und das weiß, sind es immer aus meiner Geschichte meistens die Drüsen, was ich gesehen habe. Aber ich renne auch nicht durch die Straße und gucke nach. Also ich gehe jetzt von diesem Corona-Wirkstoff aus, vermutlich, ja. Nehme ich jetzt auch, dass sie das meint. Mhm. Ja. Aber das haut ja teilweise ganz wild um sich, ja. Das haut ja manchmal komplett in alles rein. Übrigens machen wir bei Spirit Online im Podcast demnächst einen Podcast wegen Ausleitung zu dem Thema. Also spannend. Ja, wenn jemand Lust hat, ja. Andreas, du machst so eine Verbindung zwischen Business und Metaphysik, ne? Mhm, genau. Es gab mal eine Organisation, die hieß Spirit in Business. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern magst. Es kam auch aus Deutschland. Da waren so auch Leute, die den Spirit ins Business bringen wollten, weil man einfach festgestellt hat, ohne geht es nicht in die Zukunft. Welche Erfahrungen hast du denn da gemacht? Man hört ja oft, dass dann die CEOs zwar spirituell sind, aber sich nicht outen können, weil es ist halt nicht schick auf dieser Funktionsebene. Sie sind es zwar, aber sie können sich nicht outen. Ich habe das Gefühl, es hat sich ein bisschen verändert. Was ist deine Wahrnehmung? Also diese Organisation sagt mir jetzt gerade nichts, aber ich, auch wenn man es nicht tut. Die gibt es nicht mehr jetzt. Die gab es mal. Ich stelle mal eine Gegenfrage, was man normalerweise nicht tut, aber ich frag mal, was du davon hältst. So. Vor ein paar Jahren haben wir hier in Würzburg einen Buchladen, einen großen Buchladen. Mhm. Da gab es eine Regalwand von 8 Metern mit spirituellen Büchern. Ja. Immer mal vor 10 Jahren. 8 Metern. Aber es sind dann nur 6, ist auch egal. Oder 6 Meter, ist auch egal. Ja, so. Okay, viel. Also viel. Ja. Breit. Ne? Sag mal 6 Meter. Ne? So. Ja. Und letztes Jahr war ich da wieder drin und dann war die bloß noch 3 Meter breit. Hm. So, warum? Ja, das ist eine gute Frage. Warum? Weil es vielleicht die Bücher nicht mehr braucht, weil die Leute bewusster worden sind. Hast du das Gefühl, das hätte abgenommen, wenn du diese Frage so stellst? Dann sag mir, was du denkst. Ja, dann fang doch mal, stell dich mal an. Ja, diese Bücher, also,
stehen heute nicht mehr im spirituellen Regal. Die sind längst bei den... Ach, im Mainstream so quasi angelangt. Längst ganz normaler Lebensratgeber, Bücher, Beratungsbücher und so weiter. So, also zurück zu deiner Frage. Ja. Dinge, die vor 10 Jahren noch als spirituell in einem spirituellen Regal oder Schublade oder Kasten waren, sind heute übliche Gang und Gäbe Methoden und Anwendungen. Und so ist es im Business auch. Ja, also auch da ist es so, dass Dinge, die früher als Hokuspokus abgetan werden, immer mehr Zugang finden. Also Meditation, Yoga, Entspannungswochenende und der ganze Kram. War vor 10 Jahren noch, brauche ich das? Ja, ja. Und ist als Hokuspokus abgetan. Ne? Ja. Ja. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Viele Dinge sind heute schon fester Bestandteil des alltäglichen Businesslebens und es werden immer mehr. Ja, das habe ich auch festgestellt, aber wie ist es denn mit der Führungsqualität? Also, dass man den Mensch, also den Mitarbeiter als Mensch wieder in den Mittelpunkt stellt und nicht nur als Arbeitskraft behandelt, weil man weiß ja, dass wenn man das macht, dass die dann auch viel motivierter sind, dass die dann viel mehr bringen, dass die viel besser arbeiten, sich mit dem Geschäft identifizieren. Was ist da deine Erfahrung? Hast du auch das Gefühl, dass sich da was verändert hat? Also sagen wir mal, die Unternehmen sind nicht besser geworden, wenn du darauf hinaus willst. Ja. Das würde ich da auch nicht erwarten. Sondern natürlich ist der Umgang, sagen wir mal, im besten Fall humaner und kollegialer und fördernder. Ja. Aber ich würde in einem Unternehmen nicht erwarten, dass wir dort eine spirituelle Hochburg kriegen, glaube ich nicht. Ja. Also man gibt miteinander vernünftig um, aber das ist meiner Ansicht nach kein Hort für spirituelle Entwicklung. Es sei denn, man macht halt was anderes oder man ist in irgendeinem Unternehmen, wo das wirklich gelebt wird. Aber normalerweise würde ich sagen, ich würde das auch nicht erwarten. Bei irgendeinem Automobilhersteller am Band. Ja, schwierig. Ich glaube nicht, dass das da einfährt. Ja. Ja. So, mag ja sein, dass sie dann Meditationswochenende kriegen oder so, aber das glaube ich, also das denke ich nicht. Ja. Also gesundheitserhaltende Maßnahmen und produktiv steigernde Maßnahmen sicher, aber zur persönlichen Entwicklung würde ich das nicht erwarten, dass da was kommt. Also eine wertschätzende Behandlung wäre schon gut, ne? Ja, aber die wird ja bei den Unternehmen in der Regel über das Geld, über die Energie des Geldes abgegolten. Das ist so. Jetzt die Selma fragt noch, wie genau machst du deine Meditation morgens und abends? Wie genau? Machst du deine Meditation? Also ich habe ein Pendel. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich das in der Tat auf dem stillen Örtchen, weil ich da einen Moment Zeit habe und bei mir bin. Ja, und da liegt dann mein Pendel und da weiß ich, dass ich da immer finde. Und dann mache ich halt, wenn ich halt morgens ins Bad gehe, mein Pendel, und dann mache ich diesen Reinigungsmeditationsprozess. Ich verbinde mich mit dem Universum und mit allen Energieformen und mache diesen Reinigungsprozess und dabei ziehe ich sehr viel Energie in mich rein. Und es dauert bei mir morgens keine 2 Minuten und nachmittags auch keine 2 Minuten. Wahnsinnig schnell. Wenn ich aber merke, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, und das merke ich dann, dass irgendwas komisch ist, dann nehme ich auch zwischenzeitlich mein Pendel und gucke mal nach, was Sache ist. Und dann ist in der Regel immer irgendwas, was vorgefallen ist. Also dann dauert es schon mal etwas länger. Und wenn ich dann merke, es dauert mal mehr als 2 Minuten, sondern 5 Minuten, dann weiß ich, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Ja, entweder mit mir oder von außen irgendwas nicht stimmt. Und das kannst du dann auflösen. Ja, das kann ich auflösen. Und wenn es dann länger so ist, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist entweder momentan mit mir irgendwas nicht in Ordnung oder irgendeine Fremdenergie strahlt rein. Also das ist für mich, wenn irgendwas außerhalb einer gewissen zeitlichen Toleranz ist, stimmt irgendwas nicht. Dann beobachte ich das und wenn es länger so ist, dann muss ich schauen, was da los ist.
Ja. Die Anne fragt noch, wo kann Aurasehen im Leben hilfreich sein für Menschen, die das können? Also Aurasehen, also ich habe Gott sei Dank den Vorteil, dass ich das zuschalten muss. Ja, also das ist auch ein wenig anstrengend, muss ich by the way sagen. Also normalerweise habe ich das nicht eingeschalten, sondern ich schalte es immer zu. Und ich nenne mal im Business mal so ein klassisches Beispiel. Ich bin in Frankfurt bei irgendeinem Menschen, dem ich was verkaufen wollte für ein Business. Ja. Jetzt habe ich mein Produkt vorgestellt und habe mich vorgestellt und der Typ war ziemlich arrogant. Und hat mir erzählt, was er für ein toller Typ ist und wie reich er ist und dass er selbst mehrfacher self-made, super Millionär ist und so weiter. Also ja. Ich denke, naja, wird es wohl so sein. Ja? Und dann habe ich ihn gebeten, er möge mir mal ein Glas Wasser holen. Und dann sagst du, guckst mal nach. Ne? Dann brauche ich immer so ein bisschen Abstand, so 3-4 Meter, damit ich die ganze Person sehen kann. Ich schalte meinen Scanner ein und sehe, was da wirklich los ist. Ja, und dann kommt er wieder und dann sage ich, du, die Worte, die du mir sagst, die höre ich wohl. Ja, aber deine Aura sagt mir Punkt, 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 Punkt. Und dann hat er halt erzählt von seiner schwierigen Kindheit und von den Problemen und den Problemen und den Problemen und den Problemen. Ja, also im Business hat es seinen Vorteil, dass du nicht nur die Worte hörst, sondern dass du das dann eben auch siehst. Ja, also im Business ist es einfach eine hellwissende Funktions-, eine Informationsquelle. Du weißt einfach mehr von dem Gegenüber. Beim Flirten oder in der Partnersuche ist das natürlich ziemlich cool, weil erstens mal mit der hohen Ausstrahlung kommst du einfach besser rüber, attraktiver rüber. Und ich weiß, es gibt immer wieder mal so Epochen, da bin ich Single und da bin ich immer wieder lange Zeit in der Partnerschaft und dann, also es ist, wechselt so immer so wieder mal so ein bisschen. Und witzigerweise, wenn du dann die Aura lesen kannst, dann kannst du sagen, naja, okay, guckst du halt die Person an, die dich interessiert oder die du halt spannend findest, guckst du die Aura an und dann weißt du schon viel mehr, als wenn du sie nicht angucken kannst. Ja, und dann kannst du immer noch sagen, ja, okay, guckst mal, ob man sich näher kommt oder halt nicht. Also da ist es super. Du kannst dir Leute anschauen, du kannst gucken, wer ist krank, wer ist nicht krank. Du siehst einfach viel mehr. Mhm. Ja, wovor natürlich auch gewisse Menschen Angst haben, klar, weil sie nicht wollen, dass man ihnen in die Seele guckt. Und deswegen tue ich das auch in der Regel nie einschalten. Mhm. Ungefragt, also selten. Ja, also sagen wir mal, erstmal ist es auch wegen anstrengend, aber anstrengend, ich normalerweise nicht her. Und renn rum und schalte es ein, weil das ist... Das ist auch ein Übergriff oft, ne? Wenn die Leute nicht in einverstanden sind. Ja. Naja, weil das weiß ich jetzt nicht, ob man das so sehen muss, aber zumindest mache ich es nicht. Mhm. Ja. Wenn ich es mal missbrauchen würde, würde man es mir sowieso wegnehmen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Ja. Die Selma fragt noch, was ist dein Rat für diejenigen, die Energievampire anziehen oder bereits angezogen haben? Konkret in der Phase? Pünktchen, 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 Selma. Jetzt weiß ich nicht, was du genau meinst mit in der Phase. Also prinzipiell sind wir wieder beim Luftballon. Die Frequenz, die du, deine Zellfrequenz, deine Schwingung, deine Energie entscheidet, wen und was du anziehst. Das, was du ausstrahlst, das ziehst du auch an. Also du ziehst nur dann, also wobei man da mal ein kleines Fragezeichen dahinter machen muss, aber grundsätzlich ist es so, Anziehung und Resonanz sind abhängig von deiner Zellschwingung. Je mehr Luftballons weg sind, desto höher ist die Schwingung, desto weniger ziehst du dir negative Menschen an. Oder andersrum gesagt, je höher die Schwingung, desto schönere Menschen ziehst du an. Im Business ist das aber oftmals so nicht möglich. Wenn du in einem Unternehmen bist, mit einer gewissen Hierarchie, wo Leute eingestellt sind, die du nicht eingestellt hast, musst du auch mit solchen Leuten klarkommen. Ja? Ja. Und da kannst du oftmals einfach die Leute nicht aussuchen, weil die halt, wie auch immer, im Unternehmen eben mit dir arbeiten müssen. Und da muss man sagen, je höher deine Zellschwingung ist und je höher deine charismatische Ausstrahlung ist,
desto höher muss deine Struktur und Klarheit in der Kommunikation sein. Weil es gibt vor allen Dingen niedrig schwingende Menschen, die sehen diese charismatische, liebevolle Ausstrahlung als Schwäche an. Ei, okay. Ja, weil du auf einmal lieb und nett bist und nicht rumpolterst, wird es als Schwäche angesehen und deswegen musst du zusehen, dass du dann mit Struktur nachkommst. Klare Anweisungen, klare Strukturen, klare Vereinbarungen, klare Absprachen, klipp und klar definiert, damit es nicht als Schwäche angesehen wird. Ja. Wie gesagt, mit Menschen, die in der Regel nicht so hoch schwingend sind. Aber das kannst du dir oftmals nicht aussuchen. Also zurück zur Frage, wenn du dir solche Leute antiehst, dann liegt es direkt und indirekt an deiner eigenen Frequenz. Mhm. Leuchtet ein. Ja. Wobei man auch das nicht auf die Goldwaage legen muss. Es kommt schon mal vor, dass man was ist, aber so grundsätzlich. Man sieht es ja, wenn man vielleicht mal einen Tag nicht so gut drauf ist und völlig genervt, was dann passiert und wie das endet, wenn man sich das wieder bewusst wird und man in die Ruhe geht, kurz meditiert und sich dann wieder einmittelt, wie die Frequenz endet und wie die Leute auf einmal schon wieder ganz anders reagieren. Ne? Wobei die, wenn du auf 3 läufst, Energielevel, dann fällst du mal kurz auf 2 ab und vielleicht auch mal auf 1, aber der Normallevel ist dann 3. Ja, okay. Ja. Also das macht schon nochmal eine Amplitude, aber das ist dann der Level. Ja. Geht auch mal nach oben, wenn irgendwas Positives ist, aber das bleibt eigentlich so. Ja. Wenn man ein Zellclearing macht und dann in eine höhere Schwingung kommt dadurch, braucht es dann immer wieder mal ein Clearing oder kann man das dann selber eigentlich auf diese Schwingung halten? Also du machst ja nicht nur 1, sondern du machst eine ganze Reihe. Du machst nämlich in einem halben Jahr 12 Stück. 12, okay. Also, ja. Also ungefähr. Ne? Also alle 3 bis 4 Wochen machst du 2 Sitzungen. Ja. Und dann ist das Zeugs mal weg. Aber dieses Gefühl ist so wunderschön. Also man kann fast sagen, das ist ein Wellnessurlaub oder das ist ein Wellnessurlaub. Okay. Und du wirst es immer wieder machen, weil es einfach ein Ausflug ins Universum ist. Du kommst ab einem gewissen Punkt so in den Bereich Körper-Geist-Trennung und kannst dann direkt Verbindung aufnehmen zu deinem Geistwesen. Und das ist einfach nur so atemberaubend, unbeschreiblich. Also du wirst es immer wieder machen. Du musst es aber nicht machen, also weg ist weg. Ja. 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 Die Anne hat doch gefragt, wie erfahre ich, schwinge ich hoch oder niedrig? Hat das mit guter Laune zu tun? Nein. Also es gibt eine Grundschwingung. Ja, die Grundschwingung, die läuft das ganze Jahr durch oder einen langen Zeitraum durch. Und sagen wir mal, du schwingst bei minus 1. Und so, jetzt bist du gut gelaunt und alles ist happy. Oder noch besser, du bist frisch verliebt. Mhm. Ja? Dann bist du auf einmal bei plus 2. Solange bis diese Emotion eben aufrecht hält und irgendwann mal kommst du in die Normalität, dann bist du wieder bei minus 1. Mhm. Ja? Oder andersrum, es kommt irgendeine schlimme Nachricht. Mhm. Dann fällst du ab von minus 1 auf minus 3. Mhm. Und dann dauert es eine gewisse Zeit und dann kommst du wieder hoch. Also das ist sozusagen so die Nulllinie. Und so Momentaufnahmen wie gut gelaunt oder schlecht gelaunt, ja, haben einen gewissen kleinen Einfluss darauf, aber nur geringfügig. Also es ist nicht so, wenn ich gut gelaunt bin, dann bin ich auf einmal bei 3, sondern dann bist du halt ein bisschen höher. Aber das geht auch wieder weg, weil du dann vielleicht 6 Stunden später irgendwas anderes machst. Ja, jetzt haben ja alle, die sich da registriert haben, bei dir ja auch ein Aura-Reading zugute. Willst du uns vielleicht nochmal erzählen, wie man überhaupt dazu kommt, genau, damit man das auch einlösen darf? Genau, also wer Lust hat, ich mache ein kostenfreies Aura-Reading. Mhm. Dazu brauche ich ein Foto von euch. Also ich kann die Aura von dem Foto ablesen. Und auf dem Foto, das kann auch etwas älter sein, kann ich immer die aktuelle Aura sehen. Ja. Ja,
Also dieses Foto zeigt mir immer die Momentaufnahme eurer Aura und die kann sich auch schon in diesem Gespräch verändern, was nicht selten vorkommt, dass sich dann schon was verändert. Ja, so. Also man hat dann ein Gespräch mit dir, ne? Genau, also ihr schickt mir eine E-Mail, schickt mir ein Foto, dann macht ihr über Calendly einen Termin mit mir aus und dann treffen wir uns per Zoom. Ja. Und dann erkläre ich das, was ich sehe. Und ihr könnt mir Fragen stellen, dauert ungefähr eine halbe Stunde. Okay, wir werden das noch in den Chat schreiben, dir den Kalenderlink, damit ihr den euch notieren könnt. Und wenn ihr das vergessen habt, dann dürft ihr gerne an uns schreiben, contact@new-spirit-forum.com. Dann würden wir euch den Link zukommen lassen, damit ihr auch dann bei Andreas einen Termin buchen könnt. Wie alt darf denn das Foto sein? Also 10, ja, also 10. Sag mal, aus dem Kindergarten vielleicht nicht, aber... Nein, 2 Jahre oder? Ja, ist egal. Egal, okay. Also, allerdings brauche ich, also idealerweise stellt ihr euch vor eine Wand, und ich brauche genügend Raum um euch drumherum. Ah. Also ich brauche im Idealfall schon mal 4 Meter nach oben und zur Seite. Ja. 4 Meter? Genau, oder 3 Meter, egal. Also ich brauche also euch eher klein und viel drumherum, damit ich sehen kann. Also, ja. Also gerne mal vor eine Garage stellen, ein Bild machen, wo halt das Dach mit drauf ist, damit ich das insgesamt sehen kann. Danke, Andreas, die Michel hat gefragt, kann man mit Andreas auch eine Zellbehandlung via Zoom machen oder nur persönlich? Also Corona macht es möglich. Wir haben tatsächlich momentan Zellclearing-Behandlungen weltweit. Ja, per Zoom. Ja. Besser ist bei mir hier. Aber du bist zu Hause in Würzburg, hast du gesagt. Bei Würzburg, ja. Aber ja. Ich habe mittlerweile Kunden in Mexiko, in Südafrika und überall in der Welt. Das geht genauso. Ja. Ja. Also Michel, bist du in Deutschland, Michel? Könntest du zu Andreas fahren? Ah, sie ist in Zürich. Dann fahren wir mal zusammen. Also persönlich ist immer besser, aber Corona macht es möglich. Also wir machen es jetzt auch per Zoom und es funktioniert gut. Ja. Und auch mit Südafrika und wie gesagt, das ist ganz spannend oder Mexiko oder Südamerika. Also das ist ganz, ganz gut, ja. Also dann kann man sich bei dir melden via deine Homepage oder deine E-Mail-Adresse also und mit dir einen Termin ausmachen sonst, ne? Ja, aber der beste Weg ist einmal der, dass wir mal erstmal diese Aura-Lesung machen. Ja. 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 Dann gucke ich mal, was da so zu sehen ist und dann können wir das dann absprechen. Also im Prinzip dauert so eine Sitzung 3 Stunden. Also Vorgespräch und die Sitzung macht man idealerweise am Abend oder späten Nachmittag, weil das erzeugt ein wahnsinnig tolles Glücksgefühl und das sollte man für sich genießen. Dann sollte man im besten Fall am Abend keine Steuererklärung machen oder so. Nachher. Ja, das wäre vielleicht noch sinnvoll. Ja, die andere fragt jetzt noch, werden durch diese Clearings auch Krankheiten geheilt? Und sie sagten, Charisma heilen. Also ich darf hier keine Heilaussage treffen. Ja, unbedingt aufpassen, genau. Aber es passiert Folgendes. Die Zellschwingung initiiert die Selbstheilungskräfte. Ja. Und ich darf nicht sagen, dass wir damit gute Erfolge erzielt haben. Und auch immer wieder erzielen. Sehr schön. Jetzt machst du doch noch einen wundervollen Kongress, den Charisma-Kongress. Genau. Und wir wollen doch nicht aufhören, ohne dass du uns auch noch ein bisschen von deinem Kongress erzählst und was man da erwarten darf. Also ich habe jetzt von dir schon gehört, dass du wundervolle Referenten hast. Ich glaube, eine Referentin ist sogar bei uns hier heute Abend dabei, die Selma. Ja, die hat von unserem Kongress über dich, also über deinen Post im Facebook gehört und ist heute Abend da. Das freut uns sehr. Genau. Aber erzähl doch uns noch was. Also wir sind im zweiten Jahr jetzt.
Das ist ein Charisma- und Lifestyle-Online-Kongress vom 16.07. bis zum 25.07. Und wir haben, ich sage mal, 70 Speaker. Jetzt muss ich muss jetzt aufhören, weil also ich bin einfach nur geplättet, was für tolle Menschen da jetzt auftreten. Das ist der Hammer. Ja. Also heute habe ich einen Kapuzinermönch dazu gewonnen. Ja. Dann haben wir Rockstars, dann haben wir natürlich Menschen, die in der persönlichen Entwicklung unterwegs sind. Wir haben Menschen, die sind auf der Bühne unterwegs. Wir haben Menschen, die erklären uns, wie wir unfallfrei mit Messer und Gabel essen können. Ja. Wir haben Menschen, die sagen, was muss ich anziehen, um gut auszusehen. Wir haben Menschen, die Rhetorik vermitteln, natürlich spirituelle Dinge, natürlich also das ganze Repertoire, so Körper, Geist, Seele, Business Skills, Lifestyle, Kids. Also es entwickelt sich so ein bisschen in die Richtung Lifestyle, was ich interessant finde. Und wir haben viele Menschen, die sind vom Fernsehen, die sind vom Theater. Also mega, mega spannend, was da jetzt was für Leute jetzt dabei sind. Einer hat bei ihr Dings da, Superstar, der diese Musiksendung, wie heißt sie nochmal? Also Deutschland sucht den Superstar. Ja. Hat da gesungen, ja. Und also Hammer, was da für tolle Leute dabei sind. Okay. Also Leute, die sagen, hey, Verkauf, wie funktioniert Verkauf? Und Leute, die sagen, wie funktioniert der Bühnenauftritt? Wie geht die Kommunikation? Wie geht Schlafen? Also das ist ein wahnsinnig toller Kongress. Und das Kongresspaket kostet 9,90 Euro. Ja, das ist unglaublich sensationeller Preis, muss ich sagen. Ja. Weil ich möchte, dass dieses Wissen möglichst vielen Menschen zur Verfügung steht. Ja, das ist schön. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das erlebe ich ja jetzt auch mit unseren Online-Talks, die wir da machen, was man für tolle Menschen kennenlernt, wenn man solche Gespräche führt. Da kommt man mit Menschen zusammen, von denen hat man bisher noch gar nichts gewusst und ist immer nach solchen Gesprächen so bereichert. Also wirklich, das ist so ein schönes Gefühl auch für uns, die wir hier, wir drei Frauen, die New Spirit Talks machen. Und wir fühlen uns auch immer wirklich sehr, sehr bereichert. Witzig, das ist ein Geschenk. Dass viele Speaker auf mich zukommen und dann, wo dann so rauskommt im Vorgespräch, dass sie jetzt endlich mal ihre Spiritualität freien Lauf geben dürfen in der Außenkommunikation. Ja. Ja. Das ist toll, wirklich. Also so nach dem Motto ist, darf ich endlich mal das sagen, was mir wirklich auf dem Herzen liegt. Ja. Gibt es jetzt noch abschließende Fragen an den Andreas, die ihr gerne jetzt noch beantwortet haben möchtet? Dann habt ihr jetzt die letzte Gelegenheit. Sieht jetzt nicht so aus, sonst kommt vielleicht noch was. Aber Andreas, vielleicht noch dein Schlusswort. Was möchtest du uns mit auf den Weg geben, dass wir nebst den vielen tollen Informationen, die wir heute auch wieder von dir bekommen haben, was möchtest du uns mit auf den Weg noch geben, dass wir uns immer an dich erinnern, nebst dem du jetzt natürlich ganz viele Termine in deinem Kalender haben wirst? Also ich möchte einfach jedem ans Herz legen, das Leben zu genießen und einfach auch ins Leben reinzugehen und auch den Mut für neue Dinge zu machen. Das Thema Ziele ist unglaublich wichtig. Das Thema Leben ist wichtig. Also wir sind schon hier auch, um das Leben zu genießen. Ja? Ja. Also das muss keine Tortur sein. Und liebe Leute, passt auf mit dem, was ihr euch wünscht. Die Energie ist so hoch, könnte Realität werden. Gedankenhygiene, ganz wichtig. Ne? Ja. Jetzt kommt doch noch eine Frage von Iris. Wenn Andreas sagt, ihm kann die Gabe weggenommen werden, wer hat ihm die Gabe gegeben? Habe ich mitgebracht. Die hast du mitgebracht. Und wer nimmt sie dir weg? Wäre vielleicht die Folgefrage. Niemand. Niemand. Also wenn überhaupt jemand. Also da müsste ich mein gesamtes Wesen so verändern. Genau.
So schnell geht das nämlich nicht. Nee, also das ist so, dass ich... Das ist auch ein Geschenk, das du mitgebracht hast. Ne? Also ich bin hierher gekommen mit dem Auftrag, Spaß zu haben und den Leuten in den Übergang der fünften Dimension zu begleiten. Ja. Ja. Und diese ganzen Karma-Dinger, die habe ich Gott sei Dank alle schon früher abgearbeitet. Und das war auch alles da. Ich musste es auch... Also meine ganzen Fähigkeiten musste ich nur wieder aktivieren. Dich erinnern und aktivieren. Ja. Es kommen ganz viele, vielen lieben Dank für dieses interessante und lehrreiche Gespräch von Ulla, die Michelle. Es war sehr interessant und toll. Vielen lieben Dank. Anne, vielen lieben Dank. Iris, lieben Dank für das tolle Gespräch. Selma, ja, herzlichen Dank. Wir hören uns nächsten Dienstag, liebe Selma. Die Beatrice aus Zypern, danke euch, war ganz toll. Wundervoll. Also, und die Selma, ja, ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir, liebe Selma. Und mir bleibt in diesem Sinne eigentlich auch nur noch, mich ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken. Ich freue mich auf unser Wiedersehen, in welcher Form auch immer. Wir bleiben sicher in Kontakt. Ja. Und bin gespannt auf das Aura-Lesen. Gerne. Es ist eine super spannende Geschichte. Also das hat bisher jeden zum Staunen gebracht. Ja. Das glaube ich gerne. Also ganz, ganz lieben herzlichen Dank, Andreas, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß, deine Zeit ist wirklich eng getaktet und deswegen nochmals meinen allerherzlichen Dank, dass du uns alle direkt beim Kongress anmelden. Ne? Das ist super, der Kongress. Da können wir